Das Peltier-Element, etwas sehr Interessantes, was elektrische Energie in thermische Energie umwandeln kann, beziehungsweise auch umgekehrt. Und die Geschichte beginnt mit Jean-Charles Athanase Peltier. Und was hat er gemacht? Gut, war eigentlich erstmal Uhrmacher eigentlich, aber beschäftigte sich auch mit verschiedenen Experimenten der Elektrodynamik und befasste sich mit Thermoelektrizität. Er entdeckte 1834 den nach ihm benannten Peltier-Effekt. Das hat er 1836 veröffentlicht und 1838 wurde es von Emil Lenz bestätigt. Wie funktioniert das Ganze? Ich habe, hier ist es als Halbleiter ausgeführt. Man muss ein bisschen jetzt vom Schulwissen abrücken. Und zwar lernt man in der Schule, dass bewegte Elektronen Ladung transportieren. Was auch klar ist, Elektronen sind ja Ladungsträger. Ladung ist E, ist negativ. E kennt der Taschenrechner. Soweit, so gut. Aber Elektronen transportieren auch immer Energie. Und zwar insbesondere, wenn Elektronen von einem Material in ein anderes übergehen, gibt es eine Energieänderung. Und diese Energieänderung an dieser Übergangsstelle, die muss ja irgendwie Energie, gilt ja Energieerhaltungssatz. Und daher wird die umgewandelt in Wärme. Das heißt, je nachdem, entweder wird Energie frei, also wird Wärme freigesetzt, oder es wird Energie benötigt, und dann wird die in Form von Wärme aufgenommen. Und genau das ist dieser Peltier-Effekt. Heutzutage macht man das mit Halbleitern, aber das Prinzip ist genau das gleiche. Zwischen den beiden Aluminiumplatten befindet sich das Peltier-Element. Das ist so ein bisschen weißlich. Und oben drüber ein Ventilator. Das rechte Aluminiumteil wird entsprechend gekühlt. Das linke wird jetzt erwärmt. Und wenn der Temperaturunterschied groß genug ist, dann fängt sich der Ventilator an zu drehen.